ist ein Abstiegskrimi. Hätten wir nicht diese paar Minuten Mist gehabt, wäre das ganze Spiel über die ganze Zeit richtig, richtig geil gewesen. Aber jetzt haben wir noch eine Schlussphase, wo hier nochmal so richtig die Luzi abgehen wird. Bielefeld Flanke von der rechten Seite, links an den Strafraum. Klos rutscht weg im Rücken, hatte den Mitspieler. Klos probiert es alleine gegen zwei, gegen drei. Links ist Arne Feig am Strafraum, im Strafraum. Flanke in die Mitte. 3-2, 3-2, 3-2 Bielefeld. Das gibt's ja nicht. Bielefeld geht in Führung, macht das 3-2, weil Dynamo da hinten wieder pennt. Und es ist Przybylko, da haben sie drum gebettelt, da bringen sie sich so rein in diese Partie. Und dann schlägt Bielefeld sofort wieder zu, Ausgangspunkt los, über die linke Seite, Flanke scharf nach in die Mitte von Przybylko aus 5 Metern. Zum Glück ins Tor für die Arminia. Meine Herren, was ist denn hier los?